Ja, hallo, hier ist wieder Christa und Jenny vom NABU Darmstadt. Hallo. Heute geht es um Dost. Um den sehr, sehr leckeren Dost. Also wir stehen mittendrin, muss man hier dazu sagen. Ihr seht viele Pflanzen, das violettblühende, hellviolettblühende. Das ist alles Dost um uns rum. Man nennt es auch den wilden Oregano, wilden Majoran und ist eigentlich verwandter vom Oregano. Und es ist wirklich ein Kraut, das hat 4% ätherische Öle, also unheimlich viel. Und zum Beispiel die Blüten, die sind sehr, sehr intensiv, wenn man da Auszüge macht. Also als Tee kann man das wunderbar machen, auch wenn man sie trocknet. Mhm. Oder eben, man kann da Gewürzessig mitmachen oder auch in Öl einlegen, dann ist es auch haltbar. Mhm. Und also trocknen ist mein Stichwort. Was ich immer mache, sind gerne so kleine Sträußchen, die ersten Blättchen wegmachen und dann Gummiband drum. Und dann einfach in die Wohnung hängen und trocknen lassen. Und wenn es getrocknet ist, ein bisschen klein ribbeln, dann kann man das in einem Gläschen lange haltbar lagern und am besten das Datum draufschreiben, dass man weiß, wann man das denn da reingepackt hat. Nicht, dass 10 Jahre später schmeckt es dann auch nicht mehr. Das stimmt. Und trocknen ist also eine gute Art und Weise, ihn also zu bewahren für die Wintermonate. Mhm. Man kann aber halt auch die Blättchen verwenden. Also bevor der Dost blüht, und die kommen eigentlich schon ab April raus und sind immer sehr, sehr schmackhaft und auch bis in den Oktober rein, also bis es wirklich kalt wird, sind die zu gebrauchen. Und man kann da einfach das mixen und in Öl zum Beispiel lagern oder einfach in Wasser ein bisschen mixen und dann einfrieren. Und natürlich am liebsten mag ich sie, wenn sie ganz frisch sind, zum Verwenden. Weil man könnte es, wenn es noch nicht keine Blüten hat, natürlich verwechseln, aber am Geruch natürlich. Wenn man den Geruch kennt und es so Blättchen ein bisschen zerreibt und dran riecht, dann kann man es mit nichts anderem verwechseln. Weil ich hatte im Garten zum Beispiel, die kamen ausgetrieben und direkt nebendran wuchs das Johanniskraut. Und es sieht sich sehr, sehr ähnlich. Aber im Geruch ist dann schon klar, wen man da gewachsen hat. Es riecht also wie Majoran oder Oregano, den man kauft. Ja, und also ich liebe es wirklich in Brot oder halt auch in Soßen für Nudeln zusammen mit Paprika oder sowas. Oder eben auch an Pizza. Wollte ich gerade sagen, das Pizzagewürz überhaupt, was man so kennt, oder? Genau. Aber es ist auch gut zum Beispiel im Nachtisch. Mhm. Zum Beispiel, wenn man Vanillepudding macht und da ein bisschen Dost reinschneidet, ganz klein schneidet. Also das ist alles, ist wirklich sehr, sehr vielfältig nutzbar. Gut, werde ich auch mal probieren. So das ist ja. Süßspeisen, ja. Und vor allen Dingen lieben Insekten, fahren total drauf ab. Nicht nur Menschen lieben dieses Kraut, sondern besonders die Insekten. Leider stehen wir ein bisschen im Regen und es ist auch leider gerade kein Geflatter um uns rum und kein Gesumme. Aber normalerweise, wenn die Sonne scheint, flattern es hunderte Schmetterlinge, Bienen, die unterschiedlichsten Arten, Hummeln und sonst wer. Also da ist Leben drin in dem Kraut. Genau, also die lieben den vor allem, wenn er blüht, unheimlich. Und das sind so etwa 2 Monate, weil immer so langsam die Blüte nachkommt. Und damit, wenn man ihn hat, also man kann ihn auch im Topf haben, man kann ihn auf dem Balkon haben. Und er ist sehr robust, er liebt Sonne, wächst aber auch im Schatten. Und er vermehrt sich sehr einfach, ist einfach zu halten. Also man tut da was für sich und für die Insekten. Also voran, ausprobieren bitte. Unbedingt. Und dann bis bald. Tschüss. Ja, tschüssi.